Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo liebe Kinder, and now, und jetzt, the only, das einzige, the furious, das furiose, the wonderful, das wundervolle, Jazz Puppet Universe! Was ist die beste Band der Welt? Wer verdient das meiste Geld? Wer den Jazz noch aufrecht hält? Jazz Puppet Universe! Wer spielt das Zeug, das euch gefällt? Wo ist das Krokodil der Held? Wo die Oma gern mal fällt? Jazz Puppet Universe! Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ferdinand Roscher. Aber ihr könnt mich Ferdi nennen. Hallo Ferdi! Servus! Ich erzähle euch eine Geschichte, die ist spannend und verrückt, die den Lachmuskel zwickt und auch manchmal missglückt. Da ist Gretel die Gute, Gretel, Zäpfel der Wahre, und Kasper, der Schöne. Und gemeinsam sind wir Jazz Puppet Universe mit Peter Penzner, alias der Nerd des Königs. Mit Oberhauptwachtmeister Simon Froschauer. Mit Panja Rittweger, alias Prinzessin von und zu. Und nun, liebe Kinder, begrüßt mit mir Gabriel Drempetik, alias Seine Majestät, König Semmelwurst der Erste. Ja, meine Damen und Herren, heute ein ganz besonderes Programm. Dazu bitte einmal alle aufstehen. Super. Und nun einmal ganz lange strecken. Ja, ganz lang machen, ganz lang machen. Und nun bitte alle mal auf den Boden legen. Oder das Sofa oder das Bett. Und lange strecken. Und auf die rechte Seite rollen. Und auf die linke Seite rollen. Und einmal die Augen ein bisschen zumachen und die Augen noch ein bisschen näher zumachen. Wo der König Schäfchen zählt, wo sich der Teufel gern verstellt, wo Kasper nie die Oma quält. Jazz Puppet Universe. Wo der Swing zusammenhält, wo der schräge Ton gefällt, wo der Ton ins Gehör dir schnellt. Jazz Puppet Universe. Da ist Hans, das liebe Krokodil, das immer Lust auf eine gute Wurst hat. Und da ist die Großmutter, die denkt, aus Hans könnte man noch eine prima Handtasche machen. Und da ist die Prinzessin. Sie ist schön wie die Sonne. Liebe Kinder, herzlich willkommen in Ferdis Jazz Puppet Universe. Jazz Puppet Universe. Jazz Puppet Universe. Es war ein schöner Sonntagmorgen im Mai. Heute melde ich mich von einem ganz besonderen Ort, nämlich aus dem Reich der Träume. Deswegen klingt die Musik auch so zauberhaft. Hallo Musiker! Thank you.
Ja, sowas. Ich habe von König Semmelwurst geträumt. Er hat mich im Traum um Hilfe gebeten. Ich rufe gleich mal bei ihm an. Ja, hallo? König Semmelwurst? Wer hat Durst? Semmelwurst. Der liegt zur Ruhe. Was sagst du? Umgekippt. Woran genippt? An Medizin. Ich glaube, ich spinn. Ich kapiere überhaupt nichts. Da spinnt einer. Lass mich mal. Hallo, wer ist denn dran? Ich bin's, Ferdi. Ah, hallo Ferdi, ich bin's, Gretel. Du, wir sind bei König Semmelwurst. Ich hab von ihm geträumt. Er hat mich im Traum um Hilfe gerufen. Ja, die kann er auch gebrauchen. Er ist nämlich aus den Latschen gekippt. Ja, aber was ist denn passiert? Semmelwurst hat einen Schlürf aufgehabt. Ja, und dann nur mehr Schluck auf und nur mehr Schluck auf und nur mehr Schluck auf. Ja. Und dann hat er probiert, die Luft aufzuhalten. Hat nicht geklappt. Schluck auf. An drei Glatzköpfe hat er gedacht. Ah, nicht geklappt. Schluck auf. Dann hat er ein arschkaltes Wasser saublöd getrunken. Schluck auf. Ein Handstand gemacht. Nicht klappt. Schluck auf. An 10 Leute mit Brille gedacht. Klappt, Schluck auf. Ja, dann hat er an sein letztes Abendessen gedacht. Krawel, Krawel. Hat nicht geklappt. Schluck auf. Und dann ist er noch erschreckt worden. Hat auch nicht geklappt. Schluck auf. Bis er total fertig war. Ja. Bis er komplett nervös worden ist. Bis er Dr. Eisenbart angerufen hat. Ja, und dann? Dr. Eisenbart halt. Für den alten Gaul Erwin genommen. Und nein, im Semmelwurst-Hosenboden. Au! Hosenboden gehört verboten. Das war vor drei doch. Seitdem schläft er. Um Gottes Willen, wer soll denn nun das Land regieren? Wer soll nun regieren? Genau, ohne Regent läuft's ungehemmt. Wir brauchen einen Stellvertreter. Paragraph 31, königliche Notverordnung. Thank you.
der König außer Gefecht, dann wäre der Vertretung grad recht. Und was macht ein König so? Wer soll denn das machen? Ich mach's nicht. Ich mach's auch nicht. Ich bin zu alt. Zu jung. Ich zu verliebt. Ich zu verlobt. Ich zu nerd. Ich zu verstört. Auf keinen Fall ich. Keiner mehr da? Dann wählt mich. Paragraph 31b der königlichen Notverordnung. Paragraph 31b der königlichen Notverordnung. Will's keiner machen, hat der Teufel das Lachen. Ja, dann wählen wir halt den Teufel. Oh nein, was ist denn nein, nein, oh Gott, wie viel Teufel. Nee. Also wenn es so ist, ne? Dann stelle mir A zur Wahl. Da heißt es abstimmen. Wer ist für den Teufel? Ich nicht. Und wer ist für Kasper? Ich. Dann ist es entschieden. Der Kasper wird Stellvertreter des Königs. So ein Mist. Wieder nichts mit Krone. Und was mache ich jetzt als König? Hm? Regieren. Semmelwurst kopieren. Gesetze. Reden halten. Schöne Sätze. Schöne Posen. Das Volk liebkosen. Viel versprechen. Und dies nicht brechen. Die Krone putzen. Den Feinden trutzen. Schlösser bauen. Mobile hauen. Gärten gießen. Bad golden fließen. Das ist doch viel zu teuer. Dann eine neue Steuer. Was?
dann braucht es eine neue Steuer. Was ist denn das? Was die Leute bezahlen müssen, damit der König etwas verdient. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Mehrwertsteuer, Erbschaftssteuer, teuer, teuer. Tabaksteuer, Schaumweinsteuer, Ökosteuer, Lohnsteuer, Andi-Steuer, teuer, teuer. Schenkungssteuer, Branntweinsteuer, Biersteuer, Rennwertsteuer, Finanztransaktionssteuer. Also dann bin ich für Vergnügungssteuer. Ja. Was? Na, dann sollen sie mich halt die Leid mit Vergnügen bezahlen. Also, vergnügt euch. Hä? Ja, damit ihr mich bezahlen könnt. Aber wie? Musik zum Beispiel. Hopp jetzt, vergnügt euch. Ich war in meinen Träumen gefangen. Alle hatten sich wie verrückt zu vergnügen. Aber Kasperl wollte immer mehr. Vergnügt euch! Vergnügt euch! Und es wurde verrückter und verrückter. Und je verrückter es wurde, desto verrückter wurde Kasperl. Und desto mehr Vergnügen wollte er haben. Aber sie konnten schon alle nicht mehr. Vergnügt euch, rief er! Vergnügt euch! Sonst lasse ich euch in den Kerker werfen! Finger nicht mehr spüren! Es ist so laut! Ja, merkt es! Ja, was ist denn hier los? Vergnügt euch! Oh, gerettet. Gerettet. Mann, 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 jetzt bin ich gerade erst warm gespielt. Gerettet. Gerettet. Zum Glück ist der König wieder da und ich kann endlich Feierabend machen. Aber der Narr des Königs rief: Wir brauchen mehr Jazz. Noch mehr Jazz, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir brauchen mehr Jazz. Fertig, gib uns noch mehr Jazz. Was braucht ihr? Wir brauchen mehr Jazz. Noch mehr Jazz, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir brauchen mehr Jazz. Fertig, gib uns noch mehr Jazz. Nee, Leute, tut mir wirklich leid, aber... Die Show, die ist vorbei, die Geschichte jetzt aus. Genug gespielt, jetzt schaltet mal aus. Finger machen schlapp, der Bass braucht Ruhe. Meine Füße sehnen sich nach einem Schuh. Wir brauchen mehr Jazz, noch mehr Jazz, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir brauchen mehr Jazz, fertig, gib uns noch mehr. Nein, nein, ich hab's euch 10-mal gesagt. Die Puppen sind jetzt still, die Puppen sind stumm. Meine Augen müde, mein Rücken krumm.
Die Gitarre quietscht und die Trompete schreit. Und ich bin für eine Tasse Kaffee bereit. Wir brauchen mehr Jazz, noch mehr Jazz, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir brauchen mehr Jazz. Fertig, gib uns noch mehr Jazz. Nee, sorry, für heute ist Feier. Fertig, gib uns noch mehr Jazz. Und jetzt lasst mal Sommerpause. Fertig, gib uns noch mehr Jazz. Am 3. Oktober 2021 geht's weiter. Noch mehr. Das war Ferdis Jazz Puppet Universe im Mai. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir sehen uns wieder am 3. Oktober, hoffentlich live. Wenn alles gut geht, wie immer dann am ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr im Theater Mumpitz und um 15 Uhr im Kulturhof Langenzenn. Abschließend möchte ich euch danken, dass ihr mit uns durch die Corona-Zeit gegangen seid. Und ich möchte euch sagen, dass wir sehr viel Spaß hatten, diese Videos zu produzieren. Wir planen, diese Videoproduktionen in irgendeiner Form fortzusetzen. Allerdings wissen wir noch nicht, wie wir es finanzieren sollen. Und vor allem wissen wir noch nicht, wie wir das unter einen Hut bringen sollen mit unserem Leben als Live-Musiker und Live-Theaterschauspieler. Hier gibt es also noch einige offene Fragen, aber ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin eine gute Zeit und auf Wiedersehen. Jazz Puppet Universe, Jazz Puppet Universe, Jazz Puppet Universe.